Hallo, hier ist Jörg von MyDog365 und heute geht es um das Thema, was kann ich tun, wenn ich meinen Hund nicht halten kann. Wenn dir das Thema gefällt, dann würden wir uns riesig über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal. Ja, vielleicht kennst du solche Situationen. Du bist unterwegs mit deinem Hund und dann zieht er an der Leine und du kannst ihn nicht halten, einfach weil es vielleicht eine ungünstige Körpergewichtsverteilung ist, denn Hund ist vielleicht genauso schwer wie du, hat dabei auch noch Vierradantrieb, ist tiefer gelegt und dann hat man einfach gar keine Chance. Genauso gut kann es aber sein, dass du vielleicht ein kleines Handicap hast, wie ich hatte letztens einen kleinen Hexenschuss gehabt und dann ist man so instabil, dass so ein bisschen Ziehen an der Leine schon zum Problem werden kann. Also wenn du etwas dagegen tun möchtest, dass dein Hund so stark an der Leine zieht und dich aushebelt, dann hilft natürlich, hallo, ich bin Hundetrainer, natürlich ein Training. Ein Training für die Leinenführigkeit. Aber auf Dauer wird das einzige Instrument sein, mit dem du wirklich zufrieden sein wirst. Aber in der Zwischenzeit oder als Managementmaßnahme brauchst du natürlich eine Zwischenlösung. Und diese kann so aussehen, dass du zum Beispiel, nein, kein Stachelhalsband, die sind verboten, und auch kein Kettenhalsband verwendest, sondern indem du ein Geschirr verwendest. Und jetzt Achtung, jetzt denkst du vielleicht, am Geschirr zieht er ja noch schlimmer. Es geht darum, dass du ein Geschirr verwendest, das einen Frontring hat, das also zusätzlich zu dem Ring am Rücken auch einen Ring hier vorne an der Brust hat. Das bedeutet, das müsste dann am besten auch ein Y-Geschirr sein, das also hier zusammengeht und dann unter dem Bauch durchgeht, um sich dann hinten am Rücken wieder zu treffen. Damit hast du eine andere Kraftübersetzung und kannst also wesentlich besser dagegen halten. Ich schätze mal, dass du damit dreimal mehr Kraft hast, deinen Hund zu halten. Es gibt noch ein weiteres Hilfsmittel, das ist aber ein bisschen heikler. Und zwar ist es ein Kopfhalfter. Du kannst einen Kopfhalfter bei deinem Hund verwenden, aber, und das ist mein ganz, ganz wichtiger Tipp, mach das nie einfach nur ganz alleine für dich. Also einfach nur das Kopfhalfter draufsetzen und dann deinen Hund damit führen, das kann wirklich zu Gesundheitsschäden bei deinem Hund führen, weil eventuell es zu einer Problematik im Nacken, in der Wirbelsäule kommen kann. Das bedeutet, wenn du also einen Kopfhalfter verwenden möchtest, lass dir von einem Hundetrainer zeigen, wie das genau geht, wie das funktioniert, damit du da bei deinem Hund keinen Schaden anrichten kannst. Und wenn du das dann verwenden möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du immer auch noch eine Leine an dein Geschirr befestigst, damit du mit zwei Leinen deinen Hund führst. Also mit einem dualen System. Du merkst schon, es ist ein bisschen komplexer, ein bisschen kompakter. Darum auch unbedingt die Unterstützung durch einen Hundetrainer. Aber das ist natürlich ein Instrument, mit dem du den Hund richtig gut halten kannst. So, das war's für heute. Dein Jörg.